Wunderschön, dass Sie alle gekommen sind, dass ihr... und haben uns noch nicht ein einziges, wie wir gestalten wollen. Das ist die historische Stunde. Das erste Mal können wir uns tatsächlich mit so einer Frage beschäftigen, denn in der Vergangenheit haben wir das machen müssen, was notwendig war. Krieg. Sinnlose Richtung rennt. Das haben wir alle schon mal gekonnt. Nee, suchen sozusagen doch Neurobiologe. Und ich sage es einfach mal ganz deutlich, ich bin auch froh, dass ich so ein Fach da wissenschaftlich studiert und jahrelang auch dieses Gebiet erforscht habe. Ja, weil mich auf diesem Gebiet der Neurobiologie keiner auf den Rücken legt. Da kenne ich mich aus. So, und deshalb macht das so viel Spaß, dieses ganze riesige Gebiet einfach zu nehmen und zu gucken, was da an Geschenken für die Gestaltung unseres heutigen Zusammenlebens inzwischen längst hochgespült worden ist. Wir leben ja in einer wissenschaftsgläubigen Zeit. Da nützt ja nichts, wenn der Priester kommt und sagt, ihr müsst alle lieb zueinander sein. So, das kann man auch versuchen, aber es hat ja auch nicht geklappt. Also wir glauben daran, dass wir das als, dass wir das auch objektiv belegen müssen, damit wir davon überzeugt sind, dass es geht. Und da komme ich da auf einmal so richtig in Schwung. Und dann merke ich plötzlich, das ist auch viel einfacher, als ich es früher so gedacht habe, als ich noch im Hirn in diesen ganzen verschiedenen Gebieten rumgefuhrwerkt habe, also in der Amygdala, im Hippocampus und da hinten noch in dem Raphekern. Das war ja alles ein Durcheinander. Jetzt wird das alles viel, viel einfacher und es wird auch viel, viel klarer. Ich glaube sogar, dass es auch viel, viel richtiger wird. Es gibt drei Dinge, die muss man sich merken, wenn man heutzutage Neurobiologe ist. Das erste ist, wir haben uns geirrt mit dieser absurden Vorstellung, dass das menschliche Hirn durch genetische Programme hergestellt wird. Ist auch okay. Kann ja mal passieren.
Kann ja mal passieren, dass man denkt, dass es da irgendeinen gibt, der weiß, wie ein Hirn gebaut wird. Und dann nennt man den eben erstmal lieben Gott, und wenn es der dann auch nicht bringt, dann waren es eben die genetischen Programme. Das ist sowas von absurd. Das ist sowas von blöd, dass man sich im Nachhinein, also unsere Kinder werden sich noch an den Kopf greifen und werden sagen, was war denn das für eine Generation von Leuten, die sich so einen Müll haben einreden lassen. Dass Intelligenz auf der DNA in Form von irgendwelchen Genen verankert ist. Das ist ja die Gene, diese DNA-Sequenzen sind dafür da, um Eiweiße draus zu machen, aber nicht Intelligenz. Und manchmal passt das gut zusammen, was da hergestellt wird in diesen Nervenzellen. Und manchmal passen die Nervenzellen gut zusammen. Und manchmal passt es auch mit der Familie und mit dem Körper gut zusammen. Und manchmal passt es auch noch in der Schule und mit dem, was man da so vorhat und was man da so will, gut zusammen. Ja, und da kann man mal Glück haben. Aber das liegt da nicht an den Genen. Und dann haben andere eben Pech. Haben auch gute Gene gehabt, aber hat nicht so geklappt. Also deshalb... Erste Botschaft, vergessen Sie alles, was Sie über Determinismus gehört haben. Hier ist überhaupt nichts determiniert. Die Welt und unser Hirn muss nicht so sein, wie es ist. Und das ist, und jetzt kommt die zweite große Botschaft, zeitlebensveränderbar. Ich sage extra zeitlebens, nicht nur so am Anfang. Ne? Weil die größten Veränderungen, die haben wir zu machen. Die alten Säcke. Ja, die Jungen, die haben kein Problem damit. Die können ganz schnell die neue Welt entdecken. Die können ganz schnell sich ihre neuen digitalen Technologien aneignen. Und die sind schnell in der anderen Welt zu Hause. Ja, aber wir kommen nicht mit. So, und jetzt wird es verrückt. Und weil wir nicht mitkommen, rennen die uns davon, obwohl sie uns so dringend bräuchten. Weil sie können es nicht allein. Es nützt mir nichts, wenn ich als junger Mensch ein digitales Gerät bedienen kann und im Internet oder sonst wo allen möglichen Kram runterladen kann, wenn ich nicht weiß, wofür ich da bin und wie ich mein Leben gestalten will und vor allen Dingen, wie ich mein Zusammenleben mit anderen Leuten gestalten will. Was ist denn das für eine Welt geworden? Und wir als alte Säcke haben komplett versagt. Schimpfen dauernd, dass sie so doof sind. Und kommen nicht auf die Idee, dass wir das hätten verhindern können. Wir waren mit anderen Dingen beschäftigt. Also wir waren vor allen Dingen damit beschäftigt, mit uns. Also das Zusammenleben war schwierig und dann haben wir versucht, uns durchzusetzen. Und haben uns schön angepasst und haben versucht, irgendwie erfolgreich zu werden und haben uns da unser Auto besorgt und unsere Urlaubsreisen und unser Häuschen gebaut. Und jetzt sitzen wir da. Und merken, uns laufen die Kinder davon. Ja, oder andersrum, wir haben es zugelassen, dass sie von Rattenfängern eingesammelt werden. Furchtbar. Es wird Zeit. Ja? Es wird Zeit, dass wir zur Besinnung kommen. Nochmal, das Erste. Es ist nichts angeboren und genetisch, also angeboren ist vieles, weil man hat ja schon 9 Monate hinter sich, wenn man auf die Welt kommt. Aber genetisch lässt sich so etwas Kompliziertes wie das, was im Hirn vorgeht, nicht programmieren. Zweitens, wenn man nun Pech gehabt hat und es ist nicht so richtig gut geworden am Anfang, ist nicht so schlimm. Es gibt das ganze Leben lang die Chance, dass man das nochmal dreht. Dass man ein anderer wird. Darüber rede ich heute ganz viel. Weil das ist das Entscheidende. Wie können wir uns gegenseitig helfen aus diesen Mustern und aus diesen einmal beschrittenen Wegen, die dann zu Autobahnen geworden sind im Hirn, wieder herauszukommen. Wie kommen wir aus der Autobahn? Wie kommen wir von der Autobahn runter und können wir wieder die Landschaft angucken? Man weiß, was wir alles verpasst haben, wenn wir hier so immer geradeaus durchjagen. Möglichst erfolgreich sein wollen. Ja, und das Dritte ist das, weshalb ich heute hier bin. Also, genetisch ist schwierig. Können wir genauso gut sonst wen verantwortlich machen. Zeitlebens veränderbar ist möglich, große Hoffnung, freuen Sie sich alle, heute machen Sie nochmal eine große Veränderung durch, vielleicht geht der eine oder andere mit dem anderen Hirn wieder nach Hause. Und das Dritte, auch das passt hier gut hin. Und deshalb bin ich auch eben so froh, dass der Jill und die Anita und all die anderen sich darum
gekümmert haben und mal geguckt haben, was da geht. Das sind ja alles Versuche. Keiner weiß, ob das funktioniert, aber man kann es ja mal versuchen. Und man sollte es versuchen. Wir müssen es auch immer wieder versuchen. Das Dritte heißt, wir haben uns geirrt, als wir geglaubt haben, jeder Mensch lebt für sich allein. Und jeder ist seines Glückes Schmied. Und jeder ist für sich selber verantwortlich. Und es geht darum, seine individuellen Potenziale zu entfalten. Was dabei rausgekommen ist, eine Egozentrik, die sowas gegen Himmel schreit und stimmt, dass wir damit die halbe Welt schon zunichte gemacht haben. Und jetzt wollen die anderen, die jetzt in der dritten Welt von uns lernen, jetzt wollen die das genauso wie wir. Noch schlimmer. Das kann nicht gut gehen. Und deshalb ist es schon ganz interessant, dass wir jetzt hier in der westlichen Schweiz oder in Europa die Chance haben, dem Rest der Welt mal zu zeigen, wie man auch anders zusammenleben kann. Bescheidener, demütiger und vor allen Dingen glücklicher. Ja, so. Darüber wollen wir heute mal ein bisschen. Das menschliche Hirn ist so organisiert, dass wir überhaupt nicht ohne andere da was reinkriegen. Das ist ja nicht festgelegt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein kleines Pferd habe, als Fohlen, ist gerade auf die Welt gekommen, kennen Sie so auf der Wiese, hat die Mama das zur Welt gebracht. Das dauert eine halbe Stunde, dann steht das auf seinem wackeligen Bein und am Nachmittag rennt er schon hinter der Mutter her. Diesen kleinen Fohlen braucht niemand zu sagen, wie es geht, dass man ein Pferd wird. Das wissen die. Aber Menschenkinder wissen das nicht. Aus denen kann man sonst was machen. Die haben es nicht in sich. Das ist es ja. Weil sie nicht genetisch determiniert sind, sind sie so offen, dass sie unterwegs erst lernen müssen, wie das Leben geht. Und wenn man so ein offenes, plastisches, formbares Gehirn hat und unterwegs erst lernen muss, wie das Leben und das Zusammenleben mit anderen geht und worauf es im Leben ankommt, dann kann man sich eben in drei Teufelsnamen auch verirren. So. Das kann uns auch, das kann den Leuten in Bern passieren, das kann aber in der ganzen Schweiz passieren, oder in Deutschland, oder in ganz Europa, oder in der westlichen Welt. Vielleicht haben wir uns alle verrannt, vielleicht sind wir auf einem Irrweg. Dass uns das winzigste, noch nicht mal richtig, man das Leben nicht beherrschen kann, dass man nicht alles kontrollieren kann, dass man die Welt nicht so zurechtbiegen kann, wie man sich das vorstellt und wie man das vielleicht glaubt, wenn man dauernd mit Rechnern unterwegs ist. Wir bilden uns ja inzwischen schon fast ein, dass wir alles so planen, ordnen, gestalten können, dass wir alles im Griff haben und da wollen wir doch nicht leben. Merkt man, dass das in mal wie das alles. Das ist die Antwort. Wir müssen, das ist sowas von verrückt, wir müssen so zusammenleben, damit der zur Aufrechterhaltung unserer sozialen Systeme, unserer Familie, unserer Städte und unseres Landes und unseres Kulturkreises, wir müssen unser Zusammenleben so gestalten, dass notwendige Energiegehalt oder Energieaufwand so gering wie möglich bleibt. Das ist nicht irre, wir müssen Energie sparen. Und Energie wird immer dann gespart in solchen komplexen. Also müssen wir einen Weg finden, dass wir endlich. Und wenn wir endlich was finden, wird man nicht mehr so viel Energie verbrauchen. Und weshalb ich da so sicher bin, dass das gar nicht anders geht, ist, weil das einzelne Gehirn von jedem von Ihnen und euch ganz genau. Es geht um nichts anderes da oben. Vergessen Sie Amygdala und Hippocampus und Raffelkerne.
Es geht da oben um nichts anderes, als die Arbeitsweise dieser Nervenzellen immer wieder so zu ordnen und die Beziehungen der Nervenzellen, Sie können im Hirn selbst auch statt Nervenzellen Menschen sagen, und die Beziehungen der Nervenzellen im Hirn immer wieder so umzugestalten, dass immer wieder ein Zustand. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Da können wir nichts dran ändern. Das Hirn auch nicht. Es ist so. Anders geht es nicht. Das Leben kann nur leben, wenn es ihm gelingt, nicht so viel Energie zu verbrauchen. Weil das Leben etwas ist, Ozean, wo alles auseinanderspielt. Und nur durch wundersame Entwicklungen, die über Jahrmillionen auf diesem Planeten entstanden sind, war das sozusagen selbst erhalten und reproduzieren kann und seine eigene innere Struktur aufrechterhalten kann. Und das sind nicht nur jedes einzelne Lebewesen so krass wie ein wunderbares kleines Virus wie Covid. Alle können das. Und dass wir hier leben können, das verdanken wir den Pflanzen. Das wird jetzt von dem, das müssten die endlich mal in der Schule im Lehrplan schreiben. Dass kein Tier leben kann ohne die Pflanzen. Dass die für die Tiere diese wunderbare Energie bereitstellen in Form von Stärke und Glucose, die wir verbrauchen, um einigermaßen unser Hirn beisammen zu halten. Und die Pflanzen machen das, das ist ja, man könnte ja in Ehrfurcht erstarren, die Pflanzen machen das, indem sie aus dem Nichts die Energie herstellen. Aus Sonne. Als Licht und aus dem CO2, was wir so hier im Überfluss produzieren. Das ist einfach, ist doch irre. Müsste man vor jedem Baum auf die Knie gehen. So. Ist eben ein bisschen. Also, worum es aber geht, ist Energie sparen. Da bin ich ja. Und im Hirn ist es so, dass immer dann erreicht ist, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird, wenn alles richtig gut zusammenpasst. Kann man sich ja vorstellen. Ne? Also wenn dann das, was ich früher erlebt habe, gut mit dem zusammenpasst, was ich jetzt erlebe, übereinstimmen oder gar davon übertroffen werden wir heute hier bei euch, was ich vorfinde. Wenn das Rechte und das Linke im Hirn gut zusammenarbeiten und auch hinten und vorne alles gut zusammenpasst, das Hirn und den Rechten sind und wenn ich dann noch ein paar Freunde habe, mit denen ich mich da wunderbar verstehe und wenn ich dann auch noch mich mit der Natur so verbunden weiß, dass mich nichts von der trennen kann und wenn es dann auch noch der Kosmos ist, in den ich mich so eingebettet fühle, dann passt alles. So. Da. Da will das Hirn hin. Da will das hin. Spüren wir auch alle, dass es dahin will. Deshalb haben wir auch für diesen kosmischen Zustand, also für diesen tollen, also Kohärenz heißt ja, wo alles so zusammenpasst. Und wo, dann, da ist, wird kaum Energie verbraucht. Wenn das so gut zusammenpasst, läuft das sozusagen wie am reibungslos, wie am Schnürchen. In der Familie nebenbei gesagt auch. Und für die Bürger der Stadt Bern könnte das auch gelten. Also wenn da alles so gut zusammenpasst, läuft das reibungslos wie am Schnürchen, der Energieverbrauch wird ganz gering und das ist der Zustand, den jedes lebende System mit oder ohne BNK anstrebt. Ja, aber wir Menschen können den Zustand, in dem das mal erreicht wird, zum Teil ziemlich lange aufhalten. Und da ist es manchmal besser, man tut was. Also jedenfalls haben wir alle ja so ein inneres Gefühl für diesen Zustand, wo alles passt. Und wo wir so hinwollen, gerne. Nennen wir dann so. Also erstmal, er stellt sich mit uns ein, ob wir das wollen oder nicht. Kennen Sie alle. Will man dann abends eigentlich noch ein bisschen turnen und ein bisschen Gymnastik machen, aber dann ruft dann doch die Frau. Der innere Schweinehund nennt man den. Das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik.
der da dahinter steckt. Energie sparen, was soll das Hirn sich anstrengen? Das sucht einen Zustand, wo alles passt. Also schaltet man das Ding an und gut, passt alles, Feierabend. Alles passt erstmal. Und schon also denken, gar nachdenken, Probleme haben oder sich selbst oder irgendwas in dieser Welt verändern, das ist nicht die Lieblingsbeschäftigung von Hirn. Und das hätte gerne Kohärenz. Dass alles passt, Friede, Freude, Eierkuchen nennt man das. Weiß nicht, wie das auf Schweizerisch geht. Also. Und dann merken wir, aha, aus diesem Grund haben wir dann für diesen total kohärenten Zustand, den alles Lebendige anstrebt, auch... Passt dann endlich alles. So, und jetzt schalten, dürfen Sie alle Ihr Hirn wieder einschalten und sich klar machen, schön, dass es so eine Idee gibt, wie der total kohärente Zustand aussieht, aber herzlichen Glückwunsch, den erreichen Sie nie. Also doch schon, aber da sind Sie gerade gestorben. Da passt alles. Solange Sie leben, solange irgendetwas noch lebendig ist, muss es störbar sein, sonst geht's nicht. Das muss immer wieder was kommen, was dem nicht passt und was da oben alles durcheinander bringt, weil anders könnte es nicht lernen, es wieder neu so zu organisieren, dass es mit der nun veränderten Welt wieder passt. Merkt ihr was? Das ist Lernen. Wir lernen nicht in der Schule, wie man am besten ein gutes Abitur schreibt, sondern wir haben unser Hirn dazu, dass wir lernen, wie wir inkohärent gewordene Zustände wieder kohärenter machen. So, und das ist das ganze Leben. Das ganze Leben versuchen wir nichts anderes, als es immer wieder passend zu machen. Und da haben wir unterschiedliche Strategien. Ja, also zum Beispiel, wenn ich ein Problem mit meiner, na, ich soll nicht immer meine Frau sagen, mit meinem Chef hätte ich jetzt ein Problem und weiß nicht, wie ich das lösen soll, da kann ich natürlich dann zu Hause sitzen und verzweifelt sein. Da kann ich dann den Fernseher einschalten, den Krimi angucken, mich mit so einer Talkshow ablenken oder irgend so ein Ratespiel mitmachen. Und ich kann mir aber auch einfach mal ein bisschen, wenn das alles nichts hilft, in meinem Regal ganz hinten hinter den Büchern gibt es so eine Flasche mit einem braunen Getränk. Und wenn ich die dann halb leer getrunken habe, dann kann mich der Chef mal. Da habe ich ganz vergessen, dass ich mit dem Streit hatte. Ich weiß gar nicht, dass ich noch bei dem arbeite. Es ist alles wieder kohärent. Es passt alles in der Birne. So. Und, das ist, und jetzt habe ich das beschrieben, was wir tagtäglich machen. Ja? Wir sind alle Junkies. Wir versuchen, dass es möglichst schnell passt. Und erreichen damit etwas, dass wir einen Zustand stabilisieren, den wir eigentlich nicht wollen. Weil jedes Mal dann, wenn ich eine Lösung gefunden habe, jetzt nehme ich nochmal die Lösung, Alkohol saufen ist ja nur eine, gibt ja viele andere. Also, habe ich gehört, Schuhe kaufen soll auch was sein. Überhaupt shoppen. Und dann auch, manche müssen auch zwanghaft verreisen, die können sich überhaupt nicht kohärent fühlen, wenn die nicht die nächste Traumreise da gebucht haben. Und dann gibt es welche, die lenken sich ab, manche verdrängen, manche dissoziieren und keine Ahnung, manche entwickeln auch zwanghafte Verhaltensweisen und andere wiederum, die versuchen dauernd Macht über andere zu kriegen, sind alles Strategien, um den wir auch als Angst bezeichnen, wieder etwas kohärenter zu machen. Toll. Und immer wenn uns das gelingt, mit irgendwas ist total wurscht, halten Sie, ob das Ihnen hilft oder nicht, nicht Ihre Nachbarin. Ja, deshalb gibt es da auch nichts Objektives. Sie haben irgendeine Idee, wie Sie das machen, ob Sie dann einen Schnaps saufen oder Schuhe kaufen, ist mir auch egal, Ihrem Hirn auch, aber Sie machen das. So, und da wird der inkohärente Zustand eben noch den Streit, alles durcheinander in der Birne, sehr inkohärent, Haufen Energieverbrauch, man kommt schon ganz ins Schwitzen und weiß gar nicht mehr weiter. So, jetzt haben Sie die Lösung, Schuhe kaufen. Dann gehen Sie Schuhe kaufen und auf einmal ist das Problem weg. Und gucken Sie diese an und probieren jene an, kaufen sich noch ein paar, Sie haben schon 50 im Schrank, aber noch eins. Und dann schleppen Sie das nach Hause und solange Sie so unterwegs sind, ist Ihr Hirn total glücklich. Kohärent, schöner geht's gar nicht. Sie erfüllen sich Ihren Wunsch,
gewollt, Schuhe fanden sie immer schon toll und deshalb haben sie noch ein paar mehr Schuhe zu Hause. Ja, das ist Kohärenz. Und jetzt ist das Problem immer dann, wenn sie eine Lösung finden, es ihnen gelingt, einen gewordenen Zustand im Hirn, wo nichts passt, in einen kohärenten zu überführen. Also mit anderen Worten, wenn sie eine Lösung für ein Problem finden, dann kommt es zur Aktivierung dieser, wie ich das früher immer genannt habe, der emotionalen Zentren im Hirn. Die Hirnforscher nennen das bis heute noch Belohnungszentren. Und da werden Botenstoffe ausgeschüttet, die im Routinebetrieb eben nicht rauskommen und die habe ich dann immer Dünger genannt. Weil das sind Botenstoffe, die können andere Nervenzellen dazu bringen, dass sie nochmal Fortsätze auswachsen, neue Kontakte machen. Das heißt, und das ist jetzt das Wichtigste, was ich Ihnen heute überhaupt zu sagen habe. Das heißt mit anderen Worten, unser Hirn lernt nicht die Probleme, die wir haben, sondern die Lösung. Die Lösung ist das, was im Hirn eingebrannt wird, nicht das Problem. Und die meisten Lösungen, die wir für die Probleme finden, die wir haben, sind, darf ich nicht mehr sagen, Mist. Mist. Weil sie erstmal nur kurzfristig helfen und langfristig ist es Mist. Und deshalb müssen wir uns langsam überlegen, wie wir das anders hinkriegen. Also jetzt ahnen Sie ja schon, was wir da für einen Tanz auf dem Vulkan. Die wir als Menschen überhaupt in der Birne haben können, das ist die, wenn unsere beiden Grundbedürfnisse, mit denen wir schon auf die Welt kommen, verletzt werden. Das eine Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Verbundenheit und Geborgenheit, also nach Nähe mit anderen Menschen. Das geht gar nicht anders, als dass wir das schon mit auf die Welt bringen, weil wir ja 9 Monate in diesem Mutterleib mit jemandem so eng verbunden waren, wie es gar nicht enger gegangen ist. Und da kommen die Kinder alle auf die Welt und es ist immer gut und kohärenzstiftend, wenn dann eine Mama da ist, die sie in den Arm nimmt, dass sie den Geruch der Mutter wieder riechen können, dass sie gestreichelt werden, dass sie spüren, dass da sie ein Stück von dieser verloren gegangenen, kohärenten Welt wiederfinden. Das macht sie auch wieder kohärenter und schon haben sie was dazu genannt, nämlich wie die Mutter da draußen richtig aussieht und wie. Gewesen, dass jemand da was dazugekommen ist und dann später eben als kleine Frau oder kleine Frau sind auch alles selber gestartet. Nächstes 3 Jahre. Man könnte an dieser spielerischen Erkundung dessen, was alles geht, und damit könnte man sagen, an diesem Gefühl von Freiheit, dieses wunderbare Gefühl treibt sozusagen den Motor im Hirn. Und das Bedürfnis eines Kindes dazugehören und auch zeigen zu können, was es drauf hat, verletzt wird. Wenn es also gesehen wird, dann ist
Ratschläge, Belehrungen, Bewertungen, Maßnahmen. Dieser Art und Weise sind. Das ist die schwerste Verletzung, die es gibt, wenn ein Kind Objekt gemacht wird, in dieser Weise, wie ich das eben beschrieben habe, weil das beide Grundbedürfnisse gleichzeitig sind. Wenn ich zu Ihnen sage, Sie. Das ist nicht liebevoll, was ich da mache. Das verbricht und zerbricht unsere Verbundenheit, wenn ich Sie so anblöcke und zu wollen, dass sie so, wie sie sind. Turm, aber komm mal rechtzeitig. Nicht gesehen. Dampflok fährt. Ich, dem das
machen. Wir haben alles Mögliche in uns verwickeln müssen, einwickeln müssen, unterdrücken müssen, verdrängen müssen. Und das ist aber im Hirn. Das ist nicht nur so da mal so in Gedanken, sondern da haben wir eine Struktur drüber gebaut. Und das wirklich, das ist. Geht es also, dass gezwungen wird, bestimmte Bedürfnisse in sich selbst, die im Hirn immer wieder eigentlich entstehen, bis man da waren, dass die alle ordentlich verstanden sind. Das ist erfolgreich, aber nicht mehr lebendig. Diese Gestaltung Schluss, wie ich das war, dass man noch dran war und man das noch nicht eingewickelt hat. Und da kann ich nur sagen, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich höre jetzt auch schon. Eine halbe Stunde habe ich noch. Ich mache so schnell. Aber ordentlich funktioniert, dem können Sie nicht sagen, hey, na Kumpel, das wird doch so nix, da bist du doch nicht glücklich, mach doch mal was anderes, verkauf doch mal dein Haus, nimm eine andere Frau, such dir, das, nein, je mehr man den jetzt wieder zum Objekt seiner klugen Ratschläge macht, desto mehr hält er das. Versprechen können Bestrafungen in Aussicht stellen, was auf den einreden können, ihn überzeugen können, was weiß ich, es geht alles. Weil wir ihn, wenn wir ihn ändern wollen, immer zum Objekt unserer Absichten machen. Und das merkt er. Das ist Menschen ganz sensibel. Und wenn ich jetzt mein ganzes tapfer zusammengekratztes Vermögen abgeben soll, nur weil mir einer sagt, ich hätte zu viel Geld, da kriege ich aber einen. Das mache ich das Gegenteil. Kratze ich mir noch mehr zusammen. Ja, und dann heißt es, wir müssen, und das heißt neue Kultur, wir müssen uns was anderes überlegen. So wie es im vorigen Jahrhundert und in den letzten 100.000 Jahren, na, 10.000 Jahren, sozusagen wirklich völlig neu organisieren. Das war bisher noch nicht nötig. Bisher konnten wir einfach so weitermachen, weil da noch nicht klar war, wo das endet. Jetzt sehen wir, wo das endet. Corona ist ja nur das Symptom dafür, dass da irgendwo oben etwas endet. Und jetzt sehen wir, dass das irgendwie zu Ende geht, jetzt müssen wir uns Gedanken machen. Jetzt müssten wir uns wirklich anfangen zu überlegen, wie wir eigentlich in Zukunft zusammen leben wollen. Und dann auch in der Schule, die Lehrer und die Schüler und die Eltern und hier in Bern. Wir haben alle was anderes im Kopf. Die haben alle, jetzt kommt es, Erfahrung gemacht. Vamos.
auf einmal wieder mit mir durch. Aber, also jetzt, wie kann das jetzt weitergehen? Prinzipiell nochmal, wir hätten es drauf. Das Hirn ist nicht programmiert. Zeitlebens könnten wir uns verändern. Und wir sind soziale Wesen und können nur mit anderen. Das heißt, wir müssen gemeinsam. Einzeln geht es nicht. Haben wir leider Erfahrungen mit anderen Haltung entstanden und die heißt, hoffentlich lassen wir mich in Ruhe. Die meisten Gemeinschaften, die wir kennen, sind, naja, also ungünstige Gemeinschaften. Die häufigste Form von Gemeinschaft, die wir im Augenblick haben, früher waren es Not- und Zwangsgemeinschaften und sowas. Darf bloß nichts abhanden kommen von ihren Besitzständen. Damit meine ich nicht die Häuschen und die Autos, die auch. Also die materiellen Besitzstände. Viel schlimmer sind ja die Leute, die an ihren geistigen Besitzständen zu festhalten. Ihre Vorstellung, ihre Überzeugung, dass es geht. Dass man eine Pandemie nur so bekämpfen kann und nicht anders. Und dass es diese Maßnahmen braucht. Geistige Besitzstände. Und das kann man nicht auflösen, wenn einer so einen geistigen Besitzstand hat, wenn der mit diesem Besitzstand alleine gelassen wird. So, und da, wenn man dem jetzt sogar Gelegenheit gibt, sich mit lauter Gleichgesinnten übers Internet, kann man sich das ja so gut verabreden, verbinden, dann hat man einen Haufen von lauter Gleichgesinnten. Die beten alle denselben Zirkus. QS-Theorien. Und dann bestärken die sich gegenseitig in diesen Internetblasen, Echohallen. Und dann glauben die tatsächlich, dass alle Menschen der Meinung sind, die sie auch haben, weil sie die wenigen Menschen, die sie kennen, alle dieselbe Meinung haben. Also es ist furchtbar mit diesen Gleichgesinnten. Vor denen habe ich ehrlich gesagt Angst. Die möchte ich nicht nochmal. So, und wenn man es also ernst meint, dass man sagt, wir brauchen doch irgendwie eine Veränderung, wir müssen doch aus unseren engstirnigen Denkweisen und Mustern und also aus unseren festgefahrenen Vorstellungen, worauf es im Leben ankommt, rausfinden, dann gibt es nur einen einzigen Weg, machen Sie sich auf, reden Sie mit anderen.
nicht mit solchen, die ihrer Meinung sind, sondern genau mit den anderen. Und fragen Sie die, warum die das denken. Gehen Sie mit denen in den Austausch. Versuchen Sie herauszufinden, warum der so eine blöde Idee hat. Also in Ihren Augen. Ne? Er findet das ja total gut. Und dann kommen Sie ins Gespräch. Das ist neue Kultur. Dass wir anfangen, wieder endlich miteinander zu reden, als uns gegenseitig um die Tonne zu hauen. So, und dann käme das zustande, was Kohärenz heißt. Dann käme eine Gesellschaft zustande, wo Menschen anfangen, immer wieder nach etwas zu suchen, wie es zusammenpasst, anstatt sich gegenseitig auf die Birne zu hauen. Vielleicht noch einen kleinen Ausflug. Denn die Frage ist ja jetzt interessant. Wenn das doch so ist, dass Menschen dann ihre Potenziale entfalten können, wenn sie sich nicht mehr zum Objekt machen. Ich habe ja diese Akademie aufgebaut, der Leitspruch heißt, solange Menschen sich gegenseitig zu Objekten machen, in dieser Weise, wie ich es gesagt habe, Objekte von Belehrungen, Erwartungen, Bewertungen, Maßnahmen und so weiter, solange sich Menschen gegenseitig wie Objekte behandeln, ist Potenzialentfaltung nicht möglich. Die werden alle eng im Hirn. Aber sobald das gelingt, das wollen wir heute hier, und das will auch diese Bewegung Neue Kultur, sobald es gelingt, dass man einander, einem anderen Menschen, nicht wie ein Objekt von oben runter, sondern dass man dem wirklich begegnet, und dass man den nimmt, wie er ist, und es ernst meint und ihm auch zeigt, dass man das ernst meint, in dem Augenblick, wo Menschen anfangen, einander als Subjekte zu begegnen und sich nicht mehr wie Objekte zu behandeln, ist die Entfaltung der in diesen Menschen angelegten Potenziale unvermeidbar. Das ist die Potenzialentfaltung ist der normale Prozess im Leben. Wir würden alle blühen wie die Rosen, wenn wir nicht dauernd einen auf den Deckel gekriegt hätten. Und deshalb geht es darum, diese Knoten rauszukriegen. Und dann wollen wir das immer alleine versuchen. Das geht doch nicht. Und wie konnte uns denn das überhaupt passieren, dass wir so eine Kultur aufgebaut haben, wo einer den anderen dauernd so von oben herab behandelt? Und die Antwort heißt, das ist eine Erfindung gewesen. Weil ich hatte ja einen Weg finden, um kohärent zu sein. Und da gab es mal ganz früher. Und da gab es so viele unterschiedliche Dinge im Wald als Jäger und Sammler. Und da musste jeder was anderes können. Der andere die Pilze tritt, der musste wissen, wie man da einen Vogel schießt. Oder also alle Tätigkeiten gab es irgendeinen, der das besonders gut kannte. Und der hat die Führung übernommen, wenn es darum ging, das zu machen. So, und da hatte jeder was zu sagen. Die sind individualisierte Gemeinschaften. Auf jeden kommt es an, aber es geht nur gemeinsam. Und dann waren die so schlau und so erfolgreich mit dieser Methode, das ist nämlich diese individualisierten Gemeinschaften ist das Herausstellungsmerkmal der Primaten. Das machen auch die Affen. Die waren dann so erfolgreich damit, dass die dann gemerkt haben, sie können
Erlaubnis ist sie zu primitiv. Es gibt keinen Einzelnen mehr, auch wenn der Herr Trump sich das einbildet, es gibt keinen Einzelnen mehr, der die Gesellschaft hier unten steuern soll. Also und wenn wirklich jemand meint, er brauche unbedingt wieder eine Hierarchie, dann weiß der auch, dass er das nur erreichen kann, indem er selbst dafür sorgt, dass die Welt wieder einfacher wird. Das Einfachste. Ne? Zur Not. Und die Menschen sind verunsichert und wünschen sich jetzt einen, der jetzt wieder ordnet. Leute, deshalb habe ich große Angst davor, dass wir hier in Zukunft Leute an die Macht kriegen, die tatsächlich diesen sehnsuchtsvollen Ruf so vieler Menschen aufgreifen, dass endlich einer kommen sollte, der wieder mal für Ordnung sorgt. Und dann haben wir das Theater. So, und an diesem Punkt der Weltgeschichte sind wir angekommen, dass wir feststellen, dass die alten Hierarchien nicht mehr funktionieren. Und merken Sie was? Wir wissen nicht, wie es geht. Jetzt bin ich am Anfang meines Vortrages. Wir müssten unser Zusammenleben anders gestalten, so dass es kohärent wird und gut zusammenpasst, nicht so viel Energie verbraucht, aber Hierarchie bloß nicht. So, und da wissen wir nicht, wie es geht. Und deshalb jetzt in den letzten paar Minuten die Erlösung. Ist doch klar. Also jetzt ist alles klar. Jetzt können Sie nicht erwarten, dass da einer kommt und dass wir alle hoffen, dass einer käme, der es für uns macht. Aus dem Haus. Ne? Das wäre ja wieder hierarchisch. Ob Sie jetzt ein Weltgeist oder ein Führer für die ganze oder die UNO oder weiß der Kuckuck. Nee, das wäre alles genau dasselbe Mist. Das heißt, diese einzige Lösung, die es jetzt noch gibt für diese Welt, die nach uns kommt und nach der Hierarchie heißt, wir müssen uns gegenseitig helfen, in die Verantwortung zu kommen. Wir müssen endlich begreifen, wer wir sind, was wir wollen und wo wir gemeinsam hinwollen. So, und das geht so alleine nicht so ganz einfach. Und dann habe ich vorhin gesagt, man kann aber jetzt dem anderen nicht sagen, wo was ankommt, weil dann macht er genau das Gegenteil. Also müssten wir uns überlegen, wie kriege ich das hin, dass ein Mensch sich doch verändert. Und die Antwort darauf heißt, das macht er schon. Der Mensch kann sich sogar sehr grundsätzlich und nachhaltig verändern, aber nur wenn er will. Wenn er soll, nicht. Und wenn er muss, erst recht nicht. Der müsste es wollen. So, wie kann denn ein Mensch jetzt sich verändern wollen, wenn er sich gar nicht verändern will? Ja, jetzt komme ich, jetzt wird es richtig toll. Deshalb. Wir können das bei vielen Zeitgenossen im Augenblick angesichts der Corona-Krise sogar beobachten. Was man bräuchte, ist, man bräuchte eine Krise, wo die alten Muster in der Panne durcheinander kommen. Und wo jeder sagt, so geht es jetzt nicht mehr weiter. Und dann ist wahrscheinlich kommt es eigentlich wieder so, wie es mal war. Und dann löst sich da oben sozusagen die Autobahn auf. Kriegen Sie Schlaglöcher rein. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass Sie was anderes wiederentdecken. Das nennt man Veränderung der Bedeutsamkeit. Dass Sie sozusagen plötzlich das, was Sie bisher so wichtig gefunden haben, ist jetzt auf einmal nicht mehr so, aber dafür was anderes. Ich nehme Ihnen ein schönes Beispiel dafür. Sind einfach an einem Beispiel geht es erst richtig los. Veränderung der Bedeutsamkeit verändert das ganze Leben. So heißt die Botschaft. Und ich kriege ja immer so Anrufe oder Mails und dann schreiben mir Leute irgendwas, was sie erlebt haben. Und da war eine schrieb mir, sie hatte doch so ein kleines Mädchen, mit dem sie so die ganze Zeit schon zusammenlebt. Das ist jetzt so knapp 3. Und das hätte sie dann, seitdem das Mädchen da so ein Jahr alt ist, Mariechen heißt es, das hätte sie dann in die Kinderkrippe gegeben und wäre jeden Tag arbeiten gegangen. Und das sei auch ganz normal gewesen, das würden die anderen ja auch alle machen. Und da hätte sie sich auch gar nichts weiter dabei gedacht. Und Mariechen sei es ja auch in der Kinderkrippe alles so ganz gut gegangen. Und so wäre es alles doch ganz in Ordnung gewesen. Und jetzt wäre Corona gekommen. Kinderkrippe zu. Und jetzt hätte sie Mariechen schon seit 3 Wochen, 2 Monate, also war richtig lange, hätte sie ihr Mariechen zu Hause. Und dann schreibt sie, und jetzt habe ich mich in mein Mariechen verliebt. Die hat das erste Mal ihr Kind gesehen. Die hat es nicht mehr abgegeben und abgewickelt und
funktional betreut, sondern jetzt war Mariechen zu Hause und plötzlich schreibt sie, das ist ja so schön, sie könnte jeden Tag könnte sie sehen, wie sich das Mariechen noch ein Schrittchen weiterentwickelt. Und wie sich Mariechen freut, dass es zu Hause sein darf und dass die Mama das alles sehen kann. Und das ist eine veränderte Bedeutsamkeit. Und die Antwort von der Frau heißt, schrieb sie mir, sie wüsste noch nicht, wie sie es hinkriegt. Aber dass sie ihr Mariechen wieder jeden Tag in so einer Anstalt unterbringt, das wüsste sie genau, das macht sie nicht mehr. So, da hat sich ein Leben grundsätzlich verwandelt. Und es war eine Krise und in der Krise haben wir jetzt schon das Zweite kennengelernt, was eigentlich diese Verwandlung überhaupt erst möglich macht, die Berührung. Man müsste nochmal mit was in Berührung kommen. Bei der Krise auch allzu leicht so, dass die Menschen versuchen, in dem Alten noch ein bisschen mehr. Deshalb ist dann die Krise vertagt. Eine Krise ist nur dann eine Krise, die eine Chance bietet, wenn man das eigentlich besser gefällt und das ist im Moment, ich nenne es immer Sternstunden eines Menschen. Und entwickelt hatte, das Bewegungs. Und da merkt man auch, das kann man jetzt nicht herstellen. Das ist das. Entwicklung. Das kann man sich ereignen, das ist Gnade. Das ist alles gut. Aber zu schaffen, innerhalb derer es sehr wahrscheinlich wird, dass so etwas immer häufiger ist. Dahin eingewickelt hatten, dass es kaum noch zu spüren war. Ja, und wenn das dann passiert ist, manchmal passiert es in einem Konzert, manchmal in der Natur, stehen sie plötzlich vor irgendeinem Baum und dann haut es sie auf die Knie. Lassen sie die Tränen fließen. Das ist es, sowas hat man nicht so oft. Und manchmal geht es im Kino beim Lesen eines Buches, am häufigsten in der Begegnung. In einer Begegnung mit einem anderen Menschen und die, die uns am leichtesten berühren können, deshalb finde ich das Beispiel mit Mariechen so schön, das sind die Kinder. Die bringen das alles noch mit. Da springt uns ja die Lebendigkeit sozusagen entgegen. Ich kann alle, die so kindergroß sind, eigentlich nur beneiden, weil das ist eine einmalige Chance, wieder lebendig zu werden. Sich berühren zu lassen und sich dann zu entwickeln. Das Eingewickelte wieder auszuwickeln. Ja, und das wäre dann diese andere Welt. Und dann merken Sie, wo ich hin will, das wäre das, was wir uns gegenseitig ermöglichen sollten. Das würde heißen, dass wir alle wieder bei uns selbst ankommen. Weil erst dann, wenn wir nicht mehr die Hälfte von uns selbst verleugnen müssen und verdrängen müssen, und wenn wir erst dann, wenn wir eigentlich etwas können, was das Schönste ist, was man überhaupt sich nur vorstellen kann, wenn wir wieder anfangen könnten, etwas liebevoller mit uns selbst umzugehen, dann wird die Welt bunt. Dann wird man wieder lebendig. Und das ist so komisch, das hätte ich früher auch nicht gedacht. Es geht nicht darum, dass ich liebevoll mit dir umgehe.
manche Situationen gehen auch nicht anders. Aber ich möchte
Ende hin. Gemeinschaften dabei zu unterstützen, dass die so zum Frieden kommen als Ganze. Und dabei habe ich was gelernt, was ich vorher nicht so gewusst habe und was mir aber jetzt auch wieder hilft, dir die richtige Antwort zu geben. Das geht nur dann, dass so eine Gemeinschaft oder so ein Team anfängt, wie so eine Rakete abzugehen, wenn diese Gemeinschaft, was sie gemeinsam will, ist das Entscheidende. Wenn die nicht wissen, was sie gemeinsam wollen, verliert es sich, wie vorhin und wie so oft auf irgendwelchen Veranstaltungen, in lauter Einzelinteressen und jeder setzt seine Partikularinteressen durch und damit entsteht. Gute Ideen hat, aber es wird gemeinsam nichts vorangebracht, weil kein gemeinsames Anliegen da ist. Dafür habe ich dann so ein Bild immer, was ich dann auch in Betrieben und bei Teams verwende, um denen das deutlich zu machen. Es kommt mir so vor, als ob die Menschheit oder die Leute hier in Bern oder auf einer Versammlung, dass die umherlaufen wie Bergsteiger, die aber auf der Wiese gelandet sind. Jeder hat irgendein besonderes Gerät, jeder kann irgendwas Schönes, der eine hat die Steigeisen, der andere hat die Seile, der dritte hat den Hammer mit den Nägeln und die rennen jetzt alle auf der Wiese rum und behaken sich natürlich und stechen sich gegenseitig mit diesen Gerätschaften in die Gliedmaßen, weil sie nicht wissen, was sie da sollen. Und in dem Augenblick, wo das gelingt, dieser verworrenen Bergsteigertruppe zu zeigen, wo der Felsen ist, da findet sich einer, der vorne wegklettert, dann findet sich einer, der sichert, dann auf einmal wissen die anderen, was sie zu tun haben. Und das ist das Anliegen. Wenn man einem Anliegen sozusagen setzt. Und dann können wir froh sein, dass wir auf so viele Instrumente, Werkzeuge, also für die Berggestaltung, zurückgreifen können, die alle schon da sind, aber ohne dass die Menschen sozusagen wissen, wo der Berg ist, wo sie hoch wollen. Da latschen die auf der flachen Ebene rum und hauen sich gegenseitig nur mit ihren Gerätschaften Beulen ins Hirn. Ich bin nicht sicher, ob ich deine Antwort begriffen habe. Dann mache ich es mal deutlich. Wir haben ein Team begleitet, das ist die schönste Geschichte, also die wir haben 8 Millionen Schweizer, sagen wir Erwachsene, die Abstimmrecht haben, 5 Millionen. Ja, die kriegst du nicht alle. Und wie kriegt man... Nach und nach. Da müssen ein paar anfangen und die müssen so begeistert davon sein, dass die auf einmal das kriegen, was man Charisma nennt. Was man? Charisma. Dass die so eine Ausstrahlung haben und dass alle anderen sagen, was ist denn mit dem los? Und dann sagt er, ich bin hier in dieser Bewegung Neue Kultur. So. Es ist langsam Zeit abzuschließen. Ich möchte es nicht lange machen. Ich möchte Gerald Hütter herzlich danken. Er hat eine lange Reise hinter sich, 6,5 Stunden mit der Maske im Zug. Es ist schon großartig, dass du hierher gekommen bist. Aber jetzt erzähle ich doch. Finde das so toll, dass ich dann, man muss für alles eine Lösung finden. Ich habe nämlich dann die Bestimmungen gelesen, habe gehört, dass man, wenn man im Zug ist, kann man die Maske abziehen. Und dann habe ich mir eine Packung Kekse gekauft, Butterkekse, und habe die so langsam gegessen, dass ich, wie es nur ging, und hatte deshalb die Maske eigentlich gar nicht auf. Und ich war immer am Essen. Nur in Basel. In Basel ist mir dann ganz schlecht gewesen von den Butterkeksen, waren ja dann doch eine ganze Menge. Und deshalb brauche ich nachher noch was Ordentliches zu essen. Hast du das? Also ganz herzlichen Dank. Sehr gerne, es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Und
Hören Sie lieber auf, sonst erzähle ich noch was. Gerald Hütter hat uns diesen Vortrag geschenkt. Und das ist eine wichtige Mitfinanzierung des Staates der Bewegung Neue Kultur. Herzlichen Dank. Auch das muss stimmen, die materielle Basis. Aber wir haben ein kleines Geschenk für dich. Rückfall. Nein, da sind... Ich packe das dann in Ruhe aus, es ist was Tolles drin. Sie sehen, dass da auch eine Flasche dabei ist, die kann... Ja. Ganz herzlichen Dank. Das ist... Namaste. Herzlichen Dank. Die Tasche ist handgestrickt. Anita Kocher ist die Seele dieses BNK-Anlasses. Sie hatte die... Herzlichen Dank. Und jetzt möchte ich noch danken den Helferinnen und Helfern. So ein Tag entsteht nur mit Hintergrundarbeit. Und ich möchte diesen vielen Menschen, die geholfen haben, ganz herzlich danken.